Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier immer noch in Lindblum im Einkaufsviertel, aber das sind wir noch, also ja, ich werde es noch eine Zeit lang sein, also in Lindblum halt. Aber wir machen uns jetzt auf den Weg wieder zurück ins Theaterviertel oder starten wir kurz dem Schloss noch einen Besuch ab. Ich meine, itemmäßig haben wir eigentlich schon alles mitgehen lassen. Ich glaube, das bringt sich sogar nichts, dorthin zu fahren. Da können wir durchaus ohne weiteres ins Theaterviertel reisen. Aber sicherheitshalber können wir es mal probieren. So, probieren wir es mal sicherheitshalber. Bam, 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 bam. Ich glaube, weit kommen wir eh nicht. Hoffe ich halt, dass man es jetzt kippen kann, das wäre schlecht. Hier gab es so weiter. Ich glaube, hier gab es da auch nichts. Weil mit der einen haben wir gesprochen. Nein, ich glaube, da bin ich verkehrt. Da bin ich sicher verkehrt. Nein, wir gehen ins Theaterviertel, das ist besser. Das ist besser. Ja, das ist besser. Entschuldigung. Mann aussteigen. So, wir gehen jetzt in dieses Gebäude rein, was ich vor zwei Parts kurz einmal erwähnt habe, warum wir es ausgelassen haben, denn es wird geschichtlich dort dann weitergehen. So. Wenn ich mich richtig erinnert habe. Also, wir gehen da mal rein. So. Look, 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 look. Sie sind also immer noch nicht zurück. Ohne sie ist es hier so unheimlich still. Oh. Wie konnte ich nur alle zurücklassen? Es ist schon so spät. Was Lily jetzt wohl macht? Das werden wir uns gleich anschauen. Was kann ich tun? Der Klang dieser Glocke. Da ist wohl gerade eine Vorführung im Theaterviertel zu Ende gegangen. Kann ich irgendetwas für euch tun, Milady? Ich will mich ein bisschen die Beine vertreten. Ich bin untröstlich, Prinzessin, aber seine Exzellenz der Großherzog gab eigens die Anweisung, euch dies nicht zu gestatten. Da in Kürze das alljährliche Jagdfestival abgehalten wird, haben sich Besucher aus aller Herren Länder in Lindblum eingefunden. Und sicherlich befinden sich unter diesen auch einige Halunken und Diebe, die im Schutz der Massen ihrem schmutzigen Tagewerk nachgehen wollen. Außerdem weiß im Moment nur ein ausgewählter Personenkreis über eure Anwesenheit Bescheid, Prinzessin. Es dient nur zu eurer eigenen Sicherheit, Prinzessin. Also bitte, verlasst für eine Weile das Schloss nicht. Ich verstehe. Jo, dann gehe ich halt hier Nasenbohren. Nein, Spaß. Ich kann hier nicht einfach so herumsitzen. So erreiche ich gar nichts. Ich bin nicht nach Lindblum gekommen, um mich dann wie ein kleines Kind behüten zu lassen. Außerdem bin ich schon 16, ich bin kein Kind mehr. Ach, alles, was ich will, ist Mutter helfen. Ja, verflixt nochmal. Da bist du ja! Hurra, hurra, hurra! Er ist wieder da! Also, dann gib mal Bericht ab. Schließlich gehören wir auch zu Tantalus. Hä? Ja, Onkel Bark sagte nämlich. Klar, wer immer ihr auch ein. Also klar, wenn ihr auch einen feinen Schatz findet, dann nehme ich euch in die Bande auf. Da, sieh mal her.
Rakatusflügel. Das ist aber echt ein feiner Schatz. Alle Achtung. Ja, jetzt gehören wir zur Bande. Juhu! Und? Verlief der Einsatz nach Plan? Ja, mehr oder weniger. Prinzessin Garnett ist jedenfalls im Schloss. Tantalus versagt eben nie. Und? Schon was am Laufen mit der Prinzessin? Ja, genau. Hast du schon eine Verabredung mit ihr? Naja, irgendwie ist sie ziemlich beschäftigt und da hat sie keine Zeit für mich. Nein, sie fühlt sich sicher auch einsam ohne dich. Mhm. Ja, bestimmt. Vielleicht gehst du sie mal besuchen. Ich drück dir beide Daumen. Alles Gute. Komm, gehen wir spielen. Okay. Die zwei Kleinen haben recht. Außerdem würde ich gern wissen, ob sie schon mit Sid gesprochen hat. Aber zuerst räume ich hier mal die Bude aus. Oh, was haben wir denn da? Na toll, 68 Gil. Das ist ja nicht unbedingt zum Reichwerden. Was haben wir da? 97 Gil, das wird schon mehr. Ja, das wird schon mehr. Was haben wir da? Die Garnettpuppen, im Ernst? Mini-Bumerki erhalten. Okay, aber da liegt eine Garnettpuppe. Zumindest lag eine. Naja. So. Da ist noch eine Kiste. Die ich fast übersehen. 282 gilt. Super, super, super. Aber ich glaube, das war's. Jetzt können wir gehen. Pfiat euch und auf Wiedersehen. Ja, was haben wir noch? Bark und Co. Oh, endlich hört man was von ihnen. Hatschi. Boah. Puh. Hat wer ein Taschentuch? Ah, wie er zum Leben erwacht, sehr fix. Aber als sie der verwunschene Wald plötzlich versteinert hat, dachte ich, das war's da gewesen. Aber zum Glück haben wir den Trampelpfad gefunden, sehr fix. Dank Blank, der auf diesen kleinen Quellfuß gestoßen ist, bevor er Zitane und die Karte gebracht hat und so. Und was jetzt, Chef? Wir können Blank nicht einfach und so. Ich weiß schon. Ja, ich weiß schon. Erstmal sollten die anderen, die noch am Flussufer sind, von diesem Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen. Das ist einmal das Allerwichtigste. Dann brauchen wir die nicht mehr tragen so viel, ne? Sina, geh sie holen. Und was Blank betrifft. Jo, es ist wohl besser, wenn wir die Versteinerung des Waldes nicht aufheben. Was? Ist das dein Ernst und so? Damit wir uns richtig verstehen. Wenn es um die Rettung eines Kameraden geht, ist es mir schnurzpiep egal, was mit mir oder weiß der Nebel wem passiert. Ja dann, wieso? Ich will nur sagen, dass Blank sich sicher keine Rettung wünscht, indem wir den ganzen verdammten Scheißwald mit all seinen Drecksviechern wieder zum Leben erwecken, ne? Ah, auch wieder wahr und so. Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen einen Weg finden, einzig und allein Blanks Versteinerung aufzuheben. Noch ist es nicht zu spät. Auf jeden Fall sollten wir alles tun, was in unserer Macht steht. Verstanden und so. Ja. Sag mal, Sina, was machst du da eigentlich? Mit dem Quellwasser kann ich sicher guten Kaffee kochen. Ich suche nur noch Gott mein Bohnen zusammen. Du weißt, was mit denen passiert, die nicht unverzüglich den Befehl des Chefs ausführen? Na, alles nur das nicht. Ich hole ja gleich die anderen. Mein Gott, nein, immer das Gnärdesign ist ja furchtbar sowas, echt. Na. Gott sei Dank geht's den Burschen gut. Und unseren Kollegen. Jetzt können wir eigentlich noch schnell darunter schauen, ob sich da noch was getan hat. Na,
Alles beim Alten. Die Damen sind immer noch am Ausflippen, obwohl Raoul schon längst über alle Berge ist, denn der fette Mowgli war hundertprozentig Raoul. Aber die Damen haben es nicht geschnallt, weil sie nur nach dem Äußeren gehen. Ja. Nicht alle Damen, also die vier halt da, ne? Bam, bam, bam. Huch, nanu, nana. So, ich denke, wir werden jetzt einfach wieder zurück ins Schloss fahren. Jetzt passt's nämlich. Jetzt passt's mit Schloss fahren. Ich bin so ein Pfosten. Manchmal, es tut mir echt leid. Ich denke immer schon fünf Sachen vorher. Also auf Reihenfolgen technisch. Ich weiß nicht, was passieren sollte. Bam, badadam, 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 bam, bam. Ich würde sagen, nachdem Lilia in ihrem Schlaf gemacht ist, gehen wir doch gleich mal dorthin, oder? Da waren wir ja schon drin in dem Raum. Hallo, grüß euch. Okay, hier ist irgendwie nichts Neues. Nö. Hey, unser Frachtschiff ist weg. Na doch nicht. Steht ja noch da. Oh, da ist ein Kerl. Der schaut sich's gerade an. Wer bist denn du? Die letzte. Also der letzte Großherzog Sid war der Erfinder des Nebelantriebs und hat sich somit sehr in Blit Blum verdient gemacht. Ja, verdächtig wollte ich schon sagen, aber nein, hat sich verdient gemacht. Na, bist du so ein Schiffsreparateur? Hallo, Matrose. Boah, das ist ja das legendäre Frachtschiff. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dieses Prachtstück jemals mit eigenen Augen sehen zu können. Die Antriebe der modernen Luftschiffe sind nach dem Vorbild dieses wegweisenden Modells gebaut worden. Ja, aber verglichen mit dieser Mutter aller Luftschiffe ist alles, was heutzutage gebaut wird, nur ein fliegender Sarg. Ja, klumpert halt, ne? Wird ja alles billigst hergestellt, ne? Vom Ausland her importiert, ne? Und dort werden die Leute ausgebeutet. Ich sag dir was, dass man das Sachen hört. Na, na, na. Ganz, ganz schlimm. Ja, ja. Oha, da stehen ganz schön viele Wachen. Hallo. Hey, schon gehört? Von diesem alten Frachter, der aus Alexandria kam, meine ich. Man sagt, das soll ein hammerhübsches Mädel an Bord gewesen sein. Alter, das ist meine Lilly. Unfassbar, wie die tratschen. Bam. Bam. Ram, bam, 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 barararam. Bevor wir zu ihr gehen, schauen wir nochmal da unten. Okay, da drüben ist immer noch gesperrt, aber hier ist einer. Na, was ist denn? Kratz, kratz. Ist okay mit dir? Kratz, kratz. Ratz, ratz, nicht kratz, kratz. Der pennt. Hoppala. Der ist schlaf. Der ist also muss ich so machen. Nachträglich. Entschuldigung. Oh, Stein ist auch hier. Hm. Was liegt an, Steiner? Kerl, steckst du vielleicht wieder dahinter? Sag mir sofort, wo die Prinzessin ist. Jetzt mach mal halblang, ich bin noch gerade erst zur Tür rein. Jedenfalls ist die Prinzessin nicht hier. Und das, obwohl ich sie gebeten hatte, in diesem Zimmer zu bleiben. Kein Grund auszurasten. Sie macht wohl irgendwo draußen einen Spaziergang oder so. Welch leichtsinnige Unvorsicht. Schon auf der Reise nach Limblum war die Prinzessin unzähligen Gefahren ausgesetzt. Und nun auch noch ein Spaziergang in dieser riesigen fremden Stadt. Dazu alleine, wenn etwas zustoßen sollte. Aber mit dir kann man sowieso nicht vernünftig und das kann man sich sowieso nicht vernünftig unterhalten. Ich werde die Prinzessin also selbst suchen. Da gehen wir aus dem Weg, Trottel. Mann, 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 Mann. Der hat's auch, der hat doch Hummeln im Arsch, ne? Servus. Ich möchte gerne mal speichern, bitte. Sehr nett, Dankeschön. Habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Dankeschön, lieber Mowgli. Hui. Hast du irgendwas zum Lesen und so? Nein. Nix. Okay.
Eine Bitte, Kubo. Oh, jetzt kommt was. Übergib diesen Brief an Atura. Aber gern doch. Kubo, danke. Danke, Kubo. So wollte ich sagen. So, drohnenmäßig gibt es dabei eh nichts. Da ist auch nichts. Dann gehen wir halt die Prinzessin weitersuchen. Rampam. Lili, wo treibst du dich bloß rum? Ja, das ist die Frage. Bam, bam. Oh. Dieses Lied. Das habe ich doch schon irgendwo mal gehört. Die Stimme von Lili. Es kommt auf jeden Fall von oben. Halt! Hier können nur, also könnt ihr nur mit ausdrücklicher Erlaubnis seiner Exzellenz passieren. Schöner Mist. Wenn ich mir nicht irgendwas einfallen lasse, komme ich an dem Typ da nicht nach oben vorbei. Wenn ich auch in Uniform ankommen würde, ließe er mich sicherlich einfach so durch. Da haben wir doch eine Schlafmütze, der wir doch bestimmt dem seine Rüstung entledigen könnten. Ich meine, wenn man schläft und nicht auf seine Sachen aufpasst, da kann sowas ja schon mal passieren, oder? Also sowas wie der hier zum Beispiel. Hey, schnell wach auf! Was? 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 Wer, wie, was, wo? Da oben treiben sich ein paar verdächtige Kerle rum. Was? Wo? Zeig mir wo. Klar, komm mit. Der Zitane ist auch ein Schlingel, wirklich. Hey, nicht dort, hier in dem Zimmer. Oh, 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 ja, ja, natürlich. Na wartet, elendes Räuberpack. Hey, was soll das? Pff. Lief ja wie am Schnürchen. Und wieder hat er eine Rüstung geklaut. Nicht nett. Nicht nett. Was hat er bitte mit dem armen Kerl jetzt gemacht? Das will ich jetzt nachschauen. Dass man den nicht findet. Das ist voll fies. Oh, was ist hier jetzt auf einmal? Splitterfasernackter Soldat. Hilfe! Ist da draußen jemand? Ich habe Angst im Dunkeln. Bitte holt mich hier raus. Nun hör doch auf, so ein Derz zu machen. Ich lass dich auch raus, wenn ich fertig bin. Gleich mal so einen Schrank gesperrt. Echt freundlich. Toll gemacht, Zitane. Es ist, wenn der jetzt mal Hunger kriegt oder durstig ist oder mal aufs Klo muss. Was soll er denn da machen? Dann muss er wirklich in den Schrank pinkeln. Wie es bei den meisten Betrunkenen der Fall ist. Oder so. In dieser Aufmachung kann ich den Aufzug benutzen, ohne dass mich irgendjemand verdächtigt. Ja, ja. La, 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 la. Ich bin eine Wache. Tralala. Das lief ja prima. Da ist noch eine Wache. Das wollte ich besser nicht lang. Haben wir hier irgendwas? Nein. Aber ich glaube, das gehört dazu. Hey, du da. Was treibst du da? Jetzt erwische ich dich schon das dritte Mal beim Dösen. Puh. Boah, das wäre beinahe ins Auge gegangen. Puh. Also. Noch ein, zwei Schritte weiter. Und sie haben mich. Ja, ich wollte doch darauf gehen. Mal schauen, ob es hier irgendwas gibt. Oh, bist du? Oh, was ein Mädchen. Ach, wie meinst du? Die ist vorhin die Treppe rauf und so. Okay, da ist jetzt nichts. Dann gehen wir einfach mal hier rauf. La, la, la. Schauen wir hier mal. Die Wache wird aber nicht so, ne? Bei diesem Lied läuft einem irgendwie ein Schauer über den Rücken. Ja, ja. Aber ein angenehmer Schauer. Mhm. Wäre jetzt deine Umarmung schön. Oh ja. Ach, wenn doch nur meine Betsy da wäre. Ja, ja. Mhm.
wunderschönes Lied. Wie hast du es bis hier rauf geschafft? Das war eine meiner leichtesten Übungen. Ja, richtig. Sich in ein Schloss einzuschleichen, das sollte für dich keine Herausforderung sein. Nanu? Boah, ist das hoch. Sieh mal, wie klein die Stadt von hier oben wirkt. Hey, hier drüben ist ja ein Fernrohr. Los, Lilly, da müssen wir unbedingt durchgucken. Na los, komm schon. Okay. Luk. Okay. Oh, was haben wir da? Halt. Fluss Chivelle. Ein Fluss, der direkt am Südendorf vorbeifließt. Wenn man den Fluss entlang geht, dann kommt man wohl zum Südendorf. Ein Schokobo! Schau mal da! Wald der 3 Fragezeichen. Dort ist ja ein Schokobo. Ob es in diesem Wald wohl streuende Schokobos gibt? La, 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 la. Oh, was haben wir da? Moorast. Ich bin mir sicher, dass in diesem Moorast irgendetwas haust. Wir sind demnächst mal in der Nähe. Also, wenn wir demnächst mal in der Nähe sein sollten, können wir ja mal einen kurzen Abstecher machen. Jo, das habe ich mir gedacht. Was haben wir da? Oh. Arbusbergkette. Bomerkia wird von diesem Gebirge umgeben. Um nach Bomerkia zu gelangen, muss man wohl diese Höhle am Bergfuß durchqueren. Oh, das Südentor, ne? Hey, ich kann das Südentor sehen. Ob die wohl schon mit dem Reparieren angefangen haben? Das Tor haben wir ja ziemlich schrottreif gemacht. Das ist wohl eine ganze Weile außer Betrieb. Pech gehabt, ne? Da ist noch was. Arbusbergkette. Hinter diesen Bergen liegt Alexandria. Ohne Zweifel suchen die nach uns. Lass mich doch auch mal durchsehen. Oh, entschuldige, natürlich. Danke. Und, was sagst du zu der Aussicht? Fall ich allen zur Last? Onkel Sid wusste alles. Und er hat Tantalus mit meiner Entführung beauftragt. Egal wie sehr ich mich auch anstrenge, alle anderen sind mir immer einen Schritt voraus. Immer. Was hast du, Lilly? Zidane? Warum hast du mich eigentlich bis nach Lindblom begleitet? Hat es dir dein Chef vielleicht befohlen? Nein, hat er nicht, Lilly, weil ich dir helfen wollte, verstehst du? Niemand hat mir irgendwas aufgetragen. Im Gegenteil, der Chef war sogar noch dagegen, weswegen ich aus Tantalus ausgetreten bin. Was? Entschuldige, das wusste ich nicht. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Außerdem ist es ja nicht das erste Mal. Zidane? Hast du was gesagt? Aber wie wolltet ihr mich eigentlich entführen? Nun, wir wollten dich mit Schlafkraut betäuben, weißt du? Das ist zwar eigentlich für Kinder, aber in hoher Dosis verabreicht, schläft auch jeder Erwachsene einen halben Tag. Aber da ich freiwillig mitkam, war es ja nicht nötig, mir das Kraut zu verabreichen. Würde es dir etwas ausmachen, mir etwas von diesem Schlafkraut zu geben? Ich schlafe diese Tage nicht so gut. Es ist aber nicht empfehlenswert, auf Medizin zu vertrauen. Also wenn du willst, könnte ich dich hier nachts in den Schlaf wiegen. Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Naja, ich meinte doch bloß, eigentlich wollte ich sagen, Ach, passt schon. Sag mal, dieses Lied da gerade, das du doch in Dali, also das hast du doch in Dali auch gesungen, oder? Ja, ich habe dich damals geweckt, nicht wahr? Ich mag das Lied. Wie heißt es eigentlich? Ich weiß selber nicht genau, wo ich es her habe, auch nicht, wie es heißt. Aber immer, wenn ich traurig bin, dann singe ich es.
dann fühle ich mich gleich viel besser. Ich fühle mich dann nicht mehr so alleine, fühle mich irgendwie stark. Schon ein eigenartiges Lied. Singst du es noch einmal für mich? Mhm, gerne. Wirklich eine vortreffliche Rüstung. Und dazu noch in meiner Größe. Soll ich oder soll ich nicht? Ach, ich bin immer so unentschlossen beim Einkaufen. Man kann nie wissen, wann Brane uns angreift. Da sollte man schon für den Ernstfall gerüstet sein. Unerhört! Die Königin würde niemals einen Krieg anfangen. Du weißt nicht, was du da redest, aber du irrst dich in ihrer Majestät. Und wer bist du, dass du das so genau wissen willst? Ich bin nur ein Rüstungssammler auf der Durchreise. So ist das. Da du ja Ahnung zu haben scheinst, welche Rüstung würdest du mir denn empfehlen? Ich bitte mich zu entschuldigen. Marschiert, Pluto, Soldaten, marschiert, ja, ja. Was sind das denn für Figuren? Die habe ich noch nie gesehen. Die hast du wohl irgendwo auf der Straße gefunden. Pah, diese albernen Witzfiguren haben keine Chance gegen Sitz, Luftschiffflotte. Mhm. Mit Luftschiffen ist unfair. Ich spiele nie wieder mit dir, Poncho. Du bist so gemein. Hey, warte, nicht so schnell. Ich habe das doch nicht so gemeint. Königliche Miniaturen. Diese Schwarzmagier waren wie diese leblosen Miniaturen. Oh, das tut Vivi immer noch weh, der arme Kerl. Der Himmel scheint zu leuchten. Ist das ein Vorzeichen für etwas? Ach, Fredley, du kannst es bestimmt ebenfalls spüren. Aber wo bist du nur, mein Geliebter? Ich sagte dir doch, dass ich dich brauche. 3 Jahre lang suche ich schon nach dir. Mein Herz ist so schwer. Gut, dieses Mal geht nicht schief, Zip. Leider, es ist wieder schief gegangen. Unmöglich, Zip. Es ist hoffnungslos. Mehr als 10 Minuten läuft der Antritt nicht. Warum nur? Ich bin nicht nur mit dem Körper einer Jugendzirbe, sondern auch mit ihrem Verstand gestraft. Zirb! Du, Lilly? Wann machen wir denn mal einen Rundflug oder so? Wie meinst du das? Was? Ach so, den Spruch habe ich doch bei der einen in der Bar schon. Na, dann hat das mit mir ja anscheinend nicht viel zu tun, nicht wahr? Jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt. Pah, warum sollte ich eingeschnappt sein? Ist doch in Ordnung, wenn der Herr sich mit irgendwelchen Mädchen in der Bar amüsiert. Boah, das hat gesessen. Wie auch immer. Wenn ich das Jagdfestival gewonnen habe, dann gehst du mit mir aus, okay? Und warum sollte ich das tun? Boah. Na los, gib den Ruck. Boah. Na gut, bevor du mich da noch runterfällst, jetzt komm runter da. Fein. Dann ist es also abgemacht, Lilly. Na, großartig. Danke. Egal, wie traditionell dieses Festival auch sein mag. Ein bisschen zu materialistisch finde ich es schon. Vor allem dieses Riesenviech hat ja schon einige Teilnehmer auf dem Gewissen. Aber das ist doch gerade der Reiz daran. Es ist eben nur was für echte Mannsbilder. Muha. Und was ist mit den Damen? Rassistenschwein. Entschuldigung. So ja, ne? Das ist die letzte Fuhre für das Einkaufsviertel. Damit werden dann alle Vorbereitungen abgeschlossen. Gut.
Dann warten wir also nur noch auf das Zeichen von oben. Warte, Deichsel, Hilfe! Ich habe verstanden. Wir haben ein Problem. Es scheint, als wären die Isegrim unplanmäßig früh losgelassen worden. Was soll das? Mr. Operta hat doch noch nicht den Befehl gegeben. Ich glaube, in wenigen Minuten lassen sie oben auch diesen Riesen frei. Gut, bevor der hier vorbeikommt, lassen wir unsere Moose los. Schnell. Na, großartig, ne? Na, sehr schön. Bestialische Hasen und Eichhörnchen bedrohen den Blumen. Ganz toll. Alles bereit zum Freilassen. Wartet auf mein Zeichen. Oh, dieses Biest dieses Jahr ist ein unglaublicher Brocken. Der macht sie alle fertig. Willst du raus, mein Kleiner? Nein, hört auf damit. Es ist noch zu früh, ihn rauszulassen. Ich kann ihn nicht mehr beruhigen. Er hat seinen eigenen Willen. Mach sie fertig, verflucht nochmal. Mach sofort das Tor auf, der reißt uns hier noch die Mauer ein. Oh, tob dich aus, mein kleiner Zackner. Da freut sich Opi. Zitane kommt ganz schön spät. Ein was? Ja. Nicht so schnell, ich komme nicht so. Servus, Leute. Tut mir leid. Hatte noch ein paar Vorbereitungen zu treffen. Gut. Jetzt, wo wir vollzählig sind, erlaubt mir die Regeln zu erklären. Jagdfestival. Die Stadt wird zu einem Jagdrevier. Zu deinem. Nicht einem, sondern deinem Jagdrevier. Und deine Beute sind umherstreuende Monster. Je fetter deine Beute, desto mehr Punkte gibt es auch. Sammel so viele Punkte, wie du kannst. Und Weidmanns Heil. Jagdfestival. Das Zeitlimit beträgt 12 Minuten. Innerhalb dieser Zeit dürft ihr jederzeit die Luftdachsen benutzen. Wer einen Kampf verliert, scheidet aus. Dem Gewinner winkt ein Preis seiner Wahl. Und der Rang des Jägers. Bist du der neue Meisterschütze? Wisst ihr schon, was der Preis eurer Wahl sein soll? Nur Bares ist Wahres, daher ein dicker Batzen Geld. Ich entscheide mich für Accessoires. Und ihr, Vivi? Was? Ich mach auch mit? Na klar, ich dachte mir, das ist genau das Richtige für dich und hab dich eingetragen. Mit deiner Schwarzmagie ist dir der Sieg doch schon so gut wie sicher. Aber... Wieder mal typisch für dich, mein Bester. Ach ja? Wenn du gewinnst, Lili, dann arrangiere ich eine Verabredung mit Lili für dich. Eine Verabredung mit der Prinzessin? Also dieser Zitane. Psst, ich soll laut. Was, wie? Habe ich da nicht gerade was von Prinzessin und Verabredung gehört? Was führst du da wieder im Schilde, Kerl? Nichts, absolut rein gar nichts. Stimmt doch, oder Vivi? Stimmt genau. Nun, wie sieht es aus? Na gut, als Preis nehme ich Karten. Wunderbar. Gil, Accessoires und Karten also. Nur noch wenige Minuten bis zum Start. Begebt euch bitte an eure Startposition. Zidane ins Theaterviertel, Freya ins Industriegebiet und Vivi ins Einkaufsviertel. Aber wir gehen speichern und beenden den Part. Und Entschuldigung für diese wahnsinnige Überlänge. Manchmal passt es eben nicht anders. In diesem Fall können wir auch super speichern. Also hier. Und den. Hoppala, den will ich haben. Perfekt. Hervorragend, meine Lieben. Grobnet und so ist, glaube ich, eh nichts, ne? Ich hätte so gern einen Brief. Nichts ist mehr. Gut, passt. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!